So, jetzt wird wieder über die Werteunion gesprochen. Ich habe ja meine Einwände dazu eingereicht. Da geht es nämlich eigentlich um den Wert der Werteunion. Das ist eigentlich ein Verein. Es hat nichts mehr mit Parteizugehörigkeit, glaube ich, zu tun. Und ich glaube, dass da ganz verschiedene Interessensvertreter sind und ganz verschiedene logistische Eigenschaften. Jetzt komme ich mal zu der Frage der Werteunion, wenn man eigentlich immer nur über Industrieanlagen und Recyclinghöfe und es blendet mich so sehr, abgewickelt werden soll. Also als Produkt. Denn über diese Produktmanagementkulturen sollte eigentlich von den Verfahrenswegen her klar sein, dass Aluminiumdosen im Recycelschrott wiederverwertet werden, nicht um neue Dosen unbedingt herzustellen, sondern über die Klimafonds umgeleitet werden in deren anderen Strukturen, auch unter anderem der Militärforschung. Sie erforschen sowieso seit zig Jahren immer dasselbe System und die Wiederverwertung obliegt dann irgendwann in den Auslandsdateien, was ich aber nicht nachvollziehen kann, solange dieselben Leute am Ruder sind und einem erklären wollen, wie sich dieses Denkmusterprinzip durchsetzen soll. Kommen wir mal zur Werteunion. Die Werteunion sind diese Produktplacements. Sie sind eine symbolbehaftete, namensorientierte Großfamilienpolitik in mehreren Staaten mittlerweile mit ansässigen Immobilienmärkten. Ist ja logisch. So. Jetzt komme ich aber mal wieder zurück zur eigentlichen Struktur hier vor Ort. Und das hat mit dem Wert an sich gar nichts mehr zu tun, sondern es belief sich über den Erich Thiel. Und da muss man jetzt wissen, dass die Erich Thiel-Schule eigentlich untergeordnet ist in Maschke und den Opferverbänden über diese Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Das sind die staatlich geförderten Schulen. Die sind immer abhängig von den ganzen ja, Gedenk-, Muster-, Lernprozess-System. Also es bleibt dasselbe. Also es geht immer dann um diese Kriegsdenkmäler, Dammtor, jüdischer Friedhof in Harburg, anliegende Schule hier, anliegende Schule da und so weiter. Das hat nicht immer unbedingt was mit den Kunstschaffenden in der Hinsicht zu tun, sondern mit den Opferbeiträgen. Und die Beiträge laufen eigentlich immer wieder über die Kriegsfürsorgekasse. Da sind alle Diakonien angeschlossen, ob man will oder nicht. Ist tatsächlich so. Und diese Kriegsfürsorgekasse ist das, was man dann eigentlich wohnhafte Gedenk, Wohn, Kultur und dessen Erinnerungsstrukturen beherbergt. Also frag mich besser nicht, denn dass so Vereine dann, das meinte ich mit dem Verein,
die keine sind. Oder sie sind Vereine, aber sie benennen sich immer wieder neu um die Strukturwege, also die infrastrukturelle Erweiterung, für sich quasi zu beschlagnahmen, um weiter diesen Gedenkobsessionen Folge zu leisten aufgrund der Verfahren halt. Das Problem, was ich aber sehe an der Werteverständnis halber, geht es dann in den Produktmarkt mit über. Also von daher sind dann diese, es ist alles ein und dasselbe eigentlich, dass diese Produktanhangsdaten, das heißt jetzt irgendwie, wenn man jetzt auf ein Tier erniedrigt wird, dann stellten sie halt nur ein Tier-E-Roller her, weil es hier um Elektrik geht. Also alles, was mit Astrophysik zu tun hat, alles, was mit in weiter Bildungsstadien, Elektroingenieur, Technik zu tun hat, Verteidigung, Ministerium, meinetwegen neuer Bau von AWACS, Luftabwehrflugzeugen, wobei die auf Angriff geeicht sind und nicht nur auf Abwehr. Das sollte ja auch jedem irgendwie jetzt eingeleuchtet sein. Ja, und natürlich Belichtungstechnik und Autoersatzteile, sowas halt. Ja, diese Kriegsfürsorgekasse, das fließt da nämlich tatsächlich alles mit rein, ist im Grunde genommen ein Umweg dessen, dass man immer von der Vergangenheit redet, aber eigentlich in der Zukunft lebt, der leben soll. Das sind dann eben halt die Areale, die geschaffen werden für Vertriebsmöglichkeiten. Also Vertrieb ist alles das, was an Produkten wiederverwertet werden soll. Deswegen bin ich mit dem Wort Werteunion nicht so ganz aufeinander zu bringen, denn das hat ja nichts mit den Personalien zu tun, sondern mit einer abgeänderten Wahrnehmung von Defizitgeschichten. Ein Defizit ist zum Beispiel eine kaputte Brücke als Gedenkansässigkeit oder ein Wasserturm als Gedenkansässigkeit oder das Hamburger Rathaus als Gedenkansässigkeit in Form von Schulbildung. Ja, also was hat jetzt unser Bereich hier mit der Kriegsfürsorgekasse zu tun? Das geht eigentlich um eine irreguläre oder reguläre Abwicklung aufgrund von Opferbedarf. Opferbedarf ist immer das, wo dann die Behindertenzahlen steigen oder gesenkt werden, wo es um Gesundheit geht, wo es um alles andere geht, aber es geht nicht mehr allein um die Sozialkasse. Das ist nämlich das, was die im Grunde genommen eigentlich mal ein bisschen versuchen, ja, so unter den Teppich kehren zu lassen, dass diese pauschal-bildungsuniversellen Geschichten nicht immer unbedingt etwas, was mit einem selber zu tun haben muss, sondern was einem so aufgegeben wird. Da geht es nämlich unter anderem auch um die Zwangsarbeit, die man verrichten soll, aufgrund von ehrenamtlichem Engagement. Aber im Grunde genommen die Leute abgespeist werden über Lebensmittelreste, da sie ja unter dem Einkommen leben.
Die Frage ist, warum leben Sie eigentlich unter dem Einkommen? Entweder weil Sie der Opferhilfe zugeordnet wurden, oder ja, weil Sie halt nicht mehr verdienen dürfen. Diese Gesetze gibt es ja. Das Niedriglohnsektor, Ein-Euro-Jobber, diese Geschichten. Oder aber weil sie enteignet wurden, so wie ich. Deswegen habe ich ja nach dem Nachlass meiner Verwandtschaft gefragt, da ja bei mir eine Pauschalenteignung stattgefunden hat, über ehemalige Heimunterbringungen und staatlich referenzierten Wohnanlagen. Und das wollen die halt irgendwie so nicht bearbeiten, nicht wirklich, das ausfindig machen, wo eigentlich meine Anteile liegen. Aber ich soll mich halt dem unterordnen, was andere mir aufoktroyieren. Ich weiß nicht, ob sich daraus ein, sage ich mal, jüdischer Gedächtnistag rechtfertigen lässt, in weiterführenden Baustrukturen, da das System ja von den ehemaligen Sozialarbeitern und Therapeuten so gewollt wurde. Es ist schon etwas, wo man dann den Parteifunktionären schon auf die Finger schaut, finde ich, weil das Geld, was dann regulär den Leuten eigentlich zusteht, in andere Fonds und Hedgefonds übergeht. Und die Leute, die einen dann irgendwie mal gut fanden und mitverlegt haben, genau das Gleiche passiert. Und das sind dann so Sachen, die ein bisschen schwierig werden, da dann noch von einer Werteunion zu reden. So, das war jetzt das, was Erich Thiel eigentlich unterrichtet. Warum dann wahrscheinlich auch das Deutsche Rote Kreuz hier mit ansässig ist, warum ich da in der Schuldenberatung war, verstehe ich nicht mehr. Und da die Umlagenversteuerung wahrscheinlich dann eher in die Opferfürsorge fließt, um Leute platt zu machen, in verdeckten Wohnungen oder ihnen die soziale Hilfe einfach wegzunehmen, über meinetwegen Manipulation am Strommarkt, am Rohstoffhandel, am, keine Ahnung, Kleiderkonzern oder so. Und ja, kommen dann irgendwie leider nicht auf den grünen Zweig bei sowas. Deswegen stehen meine Forderungen ja aus. Gut, ja, also das ist das Problem der Vereinsheimer, würde ich mal so sagen, weil wenn ich jetzt mich mal genau umschaue, ist der HSV genauso pleite wie alle anderen auch gerade durch die Immobilienbranchen. Und deswegen habe ich auch keine Lust, mich da irgendwie bescheißen zu lassen, ehrlich gesagt, über diese Verschiebung von Auslandskorrespondenz oder über andere YouTuber, die der Meinung sind, dass nicht so, ja,
Sache, sage ich mal, zu verstehen. Das ist halt so. Denn geschickt wurde ich ja über Parteifunktionäre bis hierher. Und warum aber der Standard immer derselbe bleibt bei mir, joa, liegt wahrscheinlich daran, dass andere einfach auch zu viel Einfluss gewonnen haben über die Baubranche zum Beispiel. Ja, so viel dann zur Odyssee Europa und den ganzen Rohrkrepierern. Gut, ich habe jetzt erstmal fertig. Ich weiß nicht, AfD, Merz in der AfD-Falle. Ich weiß nicht, Olli, was du meinst. Ich kann dir nur sagen, dass viel von der CDU in diesen Recyclinganlagen ihre Aktien haben. Wie das mit der EPA-Geschichte ist und bleibt in den Verzeichnissen des Nahrungskonsumverhaltens und der Herstellung von Getränkedosen, Seriennummern auf Barcode-Bezügen bis hin zum Hohmann-Fleischesalat bleibt ein und dasselbe. Ich habe da nicht so die Finger mit im Spiel, aber die Leute wissen, glaube ich, jetzt, worum es geht und können dazu dann auch ganz regulär ihre Abstimmung treffen, finde ich. Ja, vielleicht merken die jetzt erst, wie sie auch so ein bisschen wieder mal übers Ohr gehauen wurden, von mir eben nicht, denn ich durfte ja jahrelang dazu gar nichts sagen. Ich wurde dann ja immer gleich wieder in eine Psychiatrie verkarrt, mundtot gemacht. Andere sind der Meinung, mich bedrohen zu müssen mit Zwangsmedikationen, aufgrund dessen, dass ich ja die Geisteskranke wäre oder so. Ne? Wollen wir das mal so festhalten. Gut, dann melde ich mich. Werteunion weiß ich nicht, ist ein Vereinsträger. Keine eigene Partei. Das Problem ist nur, die haben die Linke halt damit reingesetzt, wegen ihren eigenen Gedächtnistagen. Das ist das, was dann übrig bleibt an den ja, Rosa Luxemburg und anderen Memoranden. Und eigentlich geht es immer um dasselbe. Gut, ja, das war jetzt das mit der Werteunion und den Aussprachen, denke ich. Und ja, diesen ganzen weiterführenden Militärkomplex auch, ne? Die daraus entstehen. Also für die Zukunft sozusagen. Da ich ja was dagegen hatte, so ein bisschen, fand ich diese Stromtrassen-Arie auch nicht mehr so gut. Deswegen finde ich, wie die Menschen gehalten werden in solchen Häusern nicht gut und ich finde so eine Wettbewerbe aufgrund von Dschungelcamp voll daneben und deswegen will ich so eine Zustimmung für so eine Politik nicht geben. Gut, dann sehen wir uns. Und ich höre mir jetzt nochmal den ASP an mit Meet.